Kapitel 21 Die Lektionen des Heiligen Geistes Wachsamkeit. Seid aufs Neue gegrüßt, ich bin Jeshua. Wir sprachen über die Lektionen des Heiligen Geistes. Erinnere dich daran, dass der Heilige Geist in dir ein Teil von dir ist. Die wirkliche Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, zu garantieren, dass du niemals von Gott getrennt sein kannst. Du hast zu diesem Zeitpunkt eine Welt der Illusion gewählt. Du hast sie gewählt, damit du dir vorstellen kannst, wie es wäre, von Gott getrennt zu sein, was du aber nicht sein kannst. Die Lektionen des Heiligen Geistes sind die Lektionen, die dich zu der Bewusstheit zurückbringen werden, dass du nicht von Gott getrennt bist. Oder getrennt von irgendetwas, was ist, und dass du das auch nie sein kannst. Diese Bewusstheit wird deine Freiheit und deine Freude sein. Wir sprachen über die erste Lektion, die besagt, Doppelpunkt, damit du hast, gib allen alles. Wirklich, das ist genau das Gegenteil der Denkweise dieser Welt. Um die Wahrheit dessen zu finden, was du bist, musst du lernen zu geben und wissen, dass du durch das Geben empfangen wirst, weil du nur dir selbst etwas geben kannst. Die zweite Lektion bezieht sich auf die Natur des Geschenks, das du geben möchtest. Das Geschenk Gottes ist vollkommener Friede, was gleichbedeutend mit Freude ist, was dasselbe wie Freiheit ist, was dasselbe wie Liebe ist. Um also Frieden zu haben, lehre Frieden. Um Freude zu haben, lehre Freude. Um Freiheit zu haben, lehre Freiheit. Und um Liebe zu haben, lehre Liebe. Es ist alles dasselbe. So hilft der Heilige Geist dir zu erkennen, was deine wahren Wünsche sind. Jetzt sagt die dritte Lektion, Doppelpunkt, setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Was bedeutet das? Du scheinst hier in einer Welt des Denkens zu sein, in einer Welt von Egos und vorgestellter Trennung, in einer Welt der Illusion. Dennoch ist in dir die unsterbliche Bewusstheit, zu der du zurückkehren musst, zur Bewusstheit dessen, was du bist. Wachsamkeit beginnt damit, sich der Geschenke des Königreichs Gottes bewusst zu sein. Innerhalb deines Denkens, innerhalb dieser Welt der Illusion, kannst du dem inneren Wissen nicht entfliehen, dass es eine Wirklichkeit gibt, dass es das gibt, was du dir wirklich wünschst, dass es mehr gibt als das, was diese Welt zu bieten hat. Ihr alle, wisst auf einer tief innerlichen Ebene, dass das wahr ist. Denn es ist die Wahrheit dessen, was du bist. Und ihr kannst du dich nicht entziehen. Deine Wachsamkeit ist deine Bereitwilligkeit, dem Heiligen Geist zu erlauben, mit dir in deinem Denken zu arbeiten. Deine Wachsamkeit ist deine Bereitwilligkeit, alles, was du denkst, wünschst und zu erfahren scheinst, zu nehmen und es in das Licht der Wahrheit zu stellen, das der Heilige Geist lehrt, und zwar ausnahmslos. Wenn du das mit Bereitwilligkeit tust und vor allem anderen wünschst, die Geschenke Gottes zu empfangen,
wird der Heilige Geist, der immer in dir ist, hervorkommen, wird anwesend sein und wird dein Denken führen zu deiner Freude, deiner Freiheit, deinem Frieden und deiner Liebe. Denn diese sind die Geschenke Gottes. Wie kannst du ausschließlich wachsam sein für Gott und sein Königreich? Wachsamkeit erfordert, dass du, so oft es dir möglich ist, in die innere Stille gehst. Denn es ist in deiner Stille, wo du die innere Stimme hören kannst, die Stimme des Heiligen Geistes. Jedes Mal, wenn es Konflikt gibt, jedes Mal, wenn es Unruhe zu geben scheint, jedes Mal, wenn da Einsamkeit zu sein scheint oder Frustration oder Trennung, halte inne und sei still. In deiner Stille, selbst in deinem Denken, bitte einfach darum, dass der Heilige Geist da sei. Und es wird geschehen. Eine andere sehr einfache Maßnahme ist, für dich zu erkennen, dass dies die Geschenke des Königreichs Gottes sind. Doppelpunkt: Frieden, Freiheit, Freude und Liebe. Wenn du bemerkst, dass in deinem Sein wahrer Frieden, wahre Freiheit und wahre Freude verweilen, kannst du ihnen vertrauen und ausnahmslos folgen. Wenn dir klar ist, dass du nicht in Frieden bist und keine Freude fühlst, halte noch einmal inne und sei still und bitte darum, dass der Heilige Geist, der der Teil deiner selbst ist, der mit Gott in Kontakt bleibt und der immer anwesend ist, dich zu deiner Freude, deinem Frieden, deiner Freiheit und deiner Liebe führt. Du magst fragen, Doppelpunkt, wenn ich mich friedlich und freudig fühle, wie kann ich sicher sein, dass es Gottes Frieden ist und keine Illusion? Die einfache Prüfung, die ich dir schon früher erklärte, ist folgende, Doppelpunkt, wenn etwas, unwichtig was es ist, wie klein oder wie groß, wenn irgendetwas von dieser Welt deinen Frieden oder deine Freude oder deine Freiheit bedroht oder von dir nehmen kann, ist es noch nicht der wahre Friede Gottes. Vergiss nicht, dass der Heilige Geist das nimmt, was wahr ist, und es für dich sicher in deinem Geist bewahrt. Der Heilige Geist nimmt das, was teilweise wahr ist, und reinigt es, um die Wahrheit innerhalb deines Geistes zu erhalten. Das, was nicht wahr ist, weist der Heilige Geist zurück. Natürlich verschwindet es nicht, denn keine Idee kann ihre Quelle verlassen, solange ihr Schöpfer nicht wählt, dass es so sei. Doch das, was nicht wahr ist, wird zu einem Teil der Welt des Egos, der Welt der Illusion. Die Natur der Welt der Illusion jedoch ist, dass sie vergehen wird, dass sie der Wahrnehmung untersteht, den Launen, der Bedrohung, dem Kummer, dem Elend und dem Tod. Wenn du etwas hast, was dir weggenommen werden kann, besitzt du es in Wirklichkeit nicht. Wenn du etwas hast, was in keiner Weise bedroht werden kann, dann ist das, was du hast, ein Teil von dem, was du bist. So spreche ich von Haben und Sein als demselben. Denn wenn das, was du hast, das ist, was du bist, dann besagt das Gesetz, dass es nicht bedroht werden kann.
Nichts im Universum kann die Wirklichkeit dessen, was du bist, bedrohen. Nicht einmal Gott selbst kann die Wirklichkeit dessen, was du bist, bedrohen. Denn täte er das, würde Gott sich selbst bedrohen. Du bist schließlich eins mit Gott. Es gibt nichts, höre sehr genau hin, es gibt nichts, was dich bedrohen kann, was du hast und was du bist. Wenn das, was du hast, von dir genommen werden oder bedroht werden kann, ist das dein Beweis, dass es nicht das ist, was du bist, und dass du noch nicht den Zustand erreicht hast, in dem du erfährst, dass Haben und Sein dasselbe sind. Die Führung des Heiligen Geistes wird dich deshalb zu dem Punkt bringen, an dem Haben das ist, was du bist, und Sein das ist, was du hast. Denn sie sind dasselbe. An diesem Punkt wird jede Notwendigkeit, sich darum zu bemühen, wachsam zu sein, sich auflösen, und du wirst frei sein. Du wirst in Frieden sein. Du wirst Freude und du wirst Liebe sein. Wenn du dann beginnst, diese Geschenke zu sein, kannst du sie nicht mehr davon abhalten, dir zu gehören. Siehst du das? Achte nur auf Gott und sein Königreich. Jedes Mal, wenn du in deinem Denken Konflikt oder Unruhe findest, halte inne und sei still. Erbitte die Gegenwart und Führung des Heiligen Geistes. Wenn du jemals keinen Frieden, keine Freude fühlst, nicht frei bist, wenn du in dir keine Liebe finden kannst, halte inne und sei still. Und erbitte die Führung des Heiligen Geistes. Wenn du Frieden fühlst, aber erkennst, dass er bedroht werden kann, halte noch einmal inne und sei still. Bitte um Führung und Ablösung von der Welt der Illusionen, und der Heilige Geist in dir wird da sein. Anfänglich kann es so aussehen, als ob dein Denken und deine Angst, sie sind dasselbe, anwesend sind und dir das Hören erschweren. Aber bestehe auf deiner Stille und du wirst bewusster werden, erst sanft, aber dann stärker und stärker, bis die Botschaft stark und klar wird. Du wirst das ruhige Wissen darüber hören, was zu tun und was zu sein ist. Das wird der Heilige Geist sein, der dein Selbst ist und der die Stimme Gottes ist, die zu dir spricht und durch dich spricht. Während du jener Stimme folgst, wird die Botschaft dessen, was du wirst, was du hast und was du bist, überall in der ganzen Welt widerhallen. Du wirst zum Erlöser werden. Du wirst der Überbringer der Geschenke des Königreichs Gottes an die Welt und an dich selbst werden, deinem Frieden, deiner Freiheit, deiner Freude und vor allem dem Geschenk vollkommener Liebe. Ich segne euch, das ist alles.